Hallo und herzlich willkommen zurück zu X-Men Origins Wolverine mit mir, Zavex. In der letzten Folge haben wir das legendäre Kostüm freigeschaltet, das braune. Das, was er jetzt gerade anhat, hier im Licht schön zu sehen. Und sind wieder in der Gegenwart gelandet, nachdem wir in der Vergangenheit einen Turm kaputt gemacht haben, den zweiten, das gleiche, bloß in blau, weil blaue Gegner da waren. Und der Sentinel-Kopf ist hier in der Gegenwart aufgewacht, hat ein bisschen auf uns geschossen mit Pew-Pew-Lasern und haben noch eine Hand gesehen, die nach unten ging und wollen jetzt auch nach unten. Ja, das war's soweit. Was passiert ist? Nun gucken wir mal, was unten ist. Sector. Data shows they've been prototyping hand lasers for the Sentinels. That might be our ticket to destroying the Sentinel head. Alles klar. Aber wie jedes gute erste neue Aufnahmeding, schnappen wir uns einen Doc-Tag. Und hören uns dann eine Nachricht an. Meeting recording. Project Wide Awake Executive Chamber. Representative Kelly, it's recently come to the committee's attention that Project Wide Awake has been developing Sentinels. What exactly are these? Think of them as robotic peacekeepers. They are being designed to counter almost any mutant power. So they're meant purely as a defensive system? Oh, most definitely. They would only be deployed in the event of mutant riots. Ja, ja, nur für die Verteidigung. Wer es glaubt. So, was gibt's hier noch? Hier, oh, hier gibt's noch was. Gibt so viel! Rampage 3. Und, oh, noch ein Dogtag. Einfach immer alles absuchen, dann findet man viel. Nicht alles, aber viel. Alles zu finden ist schwer. Ja, ja. So. So, so, so. Nun müssen wir, glaube ich, ein bisschen rumrätseln. Glaube ich. Geht nicht, weil da Hand. Weil da was im Weg ist. Ja, du bist... Stirb! Yep. Wow. Genau. Genauso. Dann gehen wir hier hoch. Und sehen diese Nachricht. Personal log. Representative Robert Kelly. I absolutely despise meeting with Colonel Stryker. The Jackal controls my supply of test subjects and isn't afraid to let me know it. This time, I had to bribe him with information on the location of a school of mutants in New York State. I've been looking into the creation of my own Team X, so I don't have to rely on Stryker. The day that happens, I'm going to inform him personally, just to watch the smile fade from his smug face. Na, die mögen sich alle nicht so gern. Vage Vermutung. Ich will da nicht runterfallen. Da einfach jetzt runterfallen und. Track incomplete. Aber es hat funktioniert. Scheint so funktioniert zu haben. Oh, und kleine Gegner kommen. Super. Ach, kleine Typen. Stirb! Ach, geht doch. Jetzt noch der eine. Stirb, einer. Stirb, du einer. Eini, ein. Genau. Super. I win. You lose.
Das stimmt. Das stimmt. Wir gehen jetzt hier hoch und gucken, was da ist. Denn hier ist noch ein Kostümdings. Oh gut, man findet doch ganz schön viele. Aber nur von den zwei Kostümen, die wir schon haben. Das ist doof. Das ist wiederum doof. Gut, da braucht man eine Energiezelle. Wo müssen wir also lang? Ah, mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht da die Treppe verwenden. Hier ist jedenfalls sowas. Und eine weitere Nachricht. A machine that's not only capable of detecting mutants, but it can also terminate them. It's still only in its initial phase of planning, but once they're in full production, Sentinels will have no trouble in combating the mutant menace. Time to get to work. Glaubt der Typ, der mag keine Mutanten? So eine vage Vermutung. Damit kriege ich das Ding hoch. Zack, zack. Und rüber mit dir, du Hand. Bingo. Das sieht schon mal gut aus. Logan, you've got to get that Sentinel hand to the upper floor. It's the only way we're going to get past that Sentinel head and rescue Wraith. Okay. Okay. Bam, bam. Zerstörung. Die Tür da. Man könnte sie kaputt schießen. Man kann es auch lassen. Für Erfahrung. Denn die Erfahrung ist super wichtig. Super wild, Berserker-Modus. Boom, boom. Und boom, boom. So. Damit wäre dann das erledigt und wir gehen erstmal dann dahin. Denn hier ist, wie Sie sehen, nichts. Gar nichts. Okay. Und hier ist auch nichts. Schade. Hier gibt es doch nur den einen Weg. Ich dachte, da wäre irgendwas Geheimes. Naja. Sonst noch? Nee, nichts versteckt. Okay. Was kommt nun auf uns zu? Was ist das? Oh, ein Fahrstuhl. Was ist ein Fahrstuhl? Aufwärts. Herzlich willkommen, Sie sind jetzt oben. Oh, cool, danke. Ah, die Energiezelle wollen wir haben. Und hier ist ein Dogtag. Und noch eine Nachricht. So, jetzt kommen aber ganz schön viele Nachrichten wieder. Meeting recording. Project Wide Awake
Executive Chamber. I would like to welcome the new members of the Project Wide Awake Committee. I know that we are of one mind now, and that we will accomplish great things. Thank you, Representative Kelly. We look forward to following your lead in protecting mankind from the mutant menace. And with that, let me introduce the Sentinel Mark I. It is the single most powerful fighting weapon known to mankind. I intend on building an army of these, with the explicit directive to exterminate every living mutant. An excellent idea, sir. You have the committee's full backing. Gut, die beiden verstehen sich, glaube ich, ein bisschen. Also, sie haben ein selbes Interesse. Ist das nicht schön? Nein, das ist nicht schön. So, was haben wir hier? Samurai 2. Also jetzt bekommen wir aber ganz schön viele von diesen Skill-Dingern. Die liegen überall rum. Da vergessen jemand, sie aufzusammeln. Was macht dieser Knopf? Teleportiert mich dahin. Da kann ich ja erstmal ruhig dahin teleportieren. Mal gucken, was da ist. Mal gucken. Hallo, was ist hier? Hier ist gar nichts außer eine rote Tür. Und wieder hoch. Teleporter-Technologie. Vom Neuesten. So, und dann sind wir hier. Das ist auch wunderbar. Und hier ist eine weitere Nachricht. Und ein Dr. Egg. Oh mein Gott! Von denen gibt's echt viele. Personal Log, Boulevard Trask. Several test subjects banded together last night and left the facility without authorization. Two innocent people died, and six others were injured. I have tried to keep an open mind towards mutants, to treat them as equals, but I don't know if that's wise anymore. Okay. So. Wir nutzen jetzt den blauen Teleporter. Blauen. Genau. Weil jetzt können wir super die Energiezelle nehmen. Können wir da nicht mehr lang, aber das brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir wieder durch den Teleporti. Dann zum anderen Teleporter zu gehen. Um dann noch weiter zurückzugehen. Weil jetzt gehen wir die Wanderschaft noch zurück. Ablegen. Drücken. Runter. Zurück zur Hand. Die Hand. Nicht zu wechseln mit der Hand, die Hand, dieser Ninja-Clan. Das ist eine andere Hand. Die nennt sich die Hand, aber es ist nicht die Hand, weil das ist nur eine mechanische Hand. Keine Armee aus Händen, sondern nur eine Hand. Von einem Roboter. Und da gehen wir hin, legen das Ding ab und sagen, oh Gott, das Roboter! Da müsst ihr Berserker definitiv aktivieren, weil es so. Und drüber springen zu den Typen hier und dann voll raufhauen und dann sehen, oh, da ist noch der eine hier. Und den hauen wir jetzt ganz schnell zu. Und dann sind wir fertig. Ganz schnell. So einfach geht das. Und legen das da rein. Jetzt kommen Gegner. Oh, da ist noch ein Gegner. Hallo. Soll ich euch so platt machen? Ach, ich mache mich einfach so platt. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit zu kämpfen. Hey, geht mir mal jemand zur Hand?
Ich glaube, da muss ich Hand anlegen. Also ganz ehrlich, Hand drauf. Ey, ganz, ich bin handzahm. Piu, 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 piu. Bum, bum. Bum, bum, andere Perspektive. Bum, bum, nochmal andere Perspektive. Oh, wie cool ist das. Da ging ihm etwas durch den Kopf. Ah, so gut. Können wir den Laser nochmal benutzen? Nein. Der Laser, der hat sie nicht mehr. Der sagt sich, oh nee, heute nicht mehr. Na gut. Gut, hier hatten wir alles. Jetzt gehen wir, glaube ich, wieder zum Kopf zurück. Gehen wir wieder zum Kopf zurück. Das ist doch super. Wo geht's lang? Es geht da lang. Denn es geht, genau zu sein. Hallo Kopf. Ah, wir können diese Tür öffnen. War das optional? Oh, das war optional. Denn hier sind Dogtag. Und Dogtag. Nee, doch nicht. I'll take care of this one. Come on, I would have figured a way in. You always knew how to make an entrance. Thanks. I was talking to her. She's rescuing you. You know she's still alive. Right, who do I have to gut to get some explanations here? No one. I promised you answers, and I make good on my promises. I'm guessing you remember Africa, and the situation we found ourselves in with Raven here. Logan, move on those coordinates. Wraith, dispatch Ms. Darkholm with prejudice. Sir? We can't risk the mission. Take her out. Lieutenant? Double tap to the chest, sir. Subject is dead. I've never had a problem killing the enemy, but I draw the line at murder. There's nothing sexier than a man with a conscience. Africa was the beginning of the end. I quit a couple months later. I couldn't take rounding up mutants. Rounding them up? Why? Didn't stay around long enough to find out. Creed was the only one on the team that didn't seem to mind. Hell, he enjoyed it. That bastard. Where were the mutants sent? Alkali Lake. This place and somewhere called the Island. Alright, that must be where I'll find Creed. Nord mentioned something about an island. Does that mean anything to you? Nope, but maybe Dukes knows. He and Nord used to be tight. Then what are we waiting for? Let's go pay Dukes a visit. If we can get to the roof, we can take a chopper off this rock. I could teleport Raven and me up top, but you're gonna have to get there on your own, Logan. Don't sweat it. Logan, you and Wraith can go after Creed, but you have to tell me where Alkali Lake is. I want to pay that mutant prison a visit. Will do. You be careful, Miss Darkholm. That's my son you're carrying in there.
See you up top. What you think of the name, Kurt? Oh yeah! Und damit haben wir unseren alten Freund gerettet und ich glaube, die machen jetzt rum, solange sie auf Wolverine warten. Das ist doch nur der wahre Grund. Naja, ich würde sagen, das war's für heute, für diese Folge von X-Men Origins Wolverine. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin Zavix und bin nun raus. Ciao!